Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit mir, Scott Wade Wilson, und heute und in diesem Video geht es darum, dass Sony eine spezielle Kamera rausgebracht hat für Vlogger da draußen, für euch, für YouTube, Instagram, generell für Social Media. Sony ist damit der erste Hersteller, der diesen Schritt wagt und wirklich eine spezifische Kamera herstellt für Vlogger. Was kann die Kamera, die Vor- und Nachteile, der Preis, alles zu dieser Kamera direkt nach dem Intro. Guter Job, Sony. Generell haben ja Kamerahersteller immer nur Kameras hergestellt für Fotografen oder für Videografen, für Filmemacher. Und jetzt gehen Hersteller anscheinend auch schon her und machen Kameras für die Sparte Vlogger, Social Media oder Content Creator. Das zeigt auch, wie wichtig eigentlich diese Sparte geworden ist. Nun, was kann die Kamera? Ich zähle hier die positiven und auch die negativen Punkte auf. Zuerst einmal hat sie einen ziemlich guten Autofokus, das sind wir aber gewohnt von Sony-Kameras. Auch ich filme hier jedes einzelne Video auf meinem Kanal mit der Sony A7 III. Dann kann diese neue Sony Vlog-Kamera, die ZV-1, wie sie ja genannt wird von Sony, 4K HDR, also High Dynamic Range, aufnehmen. 4K sollte ja eigentlich Standard sein heutzutage und HDR, High Dynamic Range, das sagt eigentlich nur aus, dass der Himmel, der normalerweise zu hell ist, hier auch nicht zu hell sein sollte, noch viele Details in sich birgen sollte und trotzdem aber die tiefen Töne, die Schatten nicht zu dunkel sind. Also das immer so eine hohe dynamische Spannweite der Farben und der Belichtung sollte sie also haben und verspricht diese Kamera. Das interessanteste Feature ist wohl der mit einem Knopfdruck Blurry Background, also verschwommene Hintergrund. Das heißt, man kann mit dem Knopf oder mit der Taste C1 in dieser neuen Sony Kamera einfach den Hintergrund unscharf stellen. Die Kamera macht dann alles für dich. Du brauchst also nicht, wie ich es mache bei einer Sony Alpha 7 III, die Blende einstellen, die passende Belichtung dazu, den ISO-Wert, alles drum und dran, was ich wirklich bei jeder Einstellung mache. Nein, das geht hier mit einem Knopf. Man drückt diesen C1-Knopf, schwupps ist der Hintergrund verschwommen, man drückt nochmal oder wechselt wieder in den normalen Modus und alles ist scharf und alles ist im Fokus, auch der Hintergrund. Was für ein Feature eigentlich, wenn man Einsteiger ist und sich eben mit den Kameraeinstellungen nicht beschäftigen möchte. Klingt ziemlich cool. Generell, so wie ich hier aufnehme, mit 25 Bildern pro Sekunde ist das dann auch möglich mit der Vlog-Kamera. Auch das kann man bei der Vlog-Kamera umstellen, wie das bei anderen Kameras auch so ist. Und anscheinend bis zu 940 Frames per Second. Das verspricht eine super mega Zeitlupe. Meine Sony Alpha, die übrigens mit Objektiv wahrscheinlich 3500 Euro gekostet hat und das ist das Mikrofon noch gar nicht dabei, nimmt maximal 120 Bilder auf. Wenn du meine Videos auf meinem Kanal kennst, schau gerne mal vorbei und da sind fast immer Slow Motion Szenen dabei, dann habe ich das mit 120 Bildern pro Sekunde gefilmt und diese Sony, die neue, die kann anscheinend bis zu 940 Frames per Second. Mindblowing. Dann gibt es dazu einen speziellen Vlogger-Kit für diese Kamera auch kreiert. Einen Griff, mit dem du beim Vloggen, wenn du dich selbst filmst, Record drücken kannst, natürlich die Aufnahme wieder stoppen kannst, sogar zoomen, rein und raus zoomen kannst und noch andere Parameter einstellen kannst, direkt so mit dem Daumen. Das geht auch bei meiner Kamera nicht, ich musste immer umdrehen, Record drücken, einstellen, umdrehen, mich filmen, ausschalten, umdrehen und das kannst du hier ganz bequem mit diesem Stick, der gleichzeitig ein Stativ ist. Du kannst also die Kamera abstellen und die steht stabil. Auch das klingt ziemlich vielversprechend und eigentlich, ja, interessant, muss ich sagen. Und dann kann die Kamera auch noch Folgendes: Wenn man etwas in die Kamera hält, ein Produkt, ein Getränk oder sonstiges, dann stellt die nämlich genau scharf auf das Zeug, das du in die Kamera hältst. Das ist ja für YouTuber, Instagramer und so weiter, Content Creator immer sehr wichtig. Ich habe hier etwas und ja, hast du schon diese neue Maske gesehen? Die brauchen wir jetzt alle hier auf diesem Planeten und dann ist das Ding scharf und dann ist das Ding nicht mehr scharf. Auch das kann diese neue Kamera. Das Beste, was meine 3500 Euro Kamera auch nicht hat, einen Flip-Out-Screen. Hinten den Monitor, den kann ich rausflippen, rausklappen, drehen in alle Richtungen und mich selbst sehen beim Vloggen. Auch das kann ich bei meiner Sony Alpha 7 III nicht und habe hier quasi einen Blindflug jedes Mal, wenn ich vlogge, denn ich sehe mich nicht, weiß nicht, ob ich perfekt im Bild bin. Das ist jetzt Geschichte. Hier hat endlich mal Sony gehört auf die User, auf den Endkunden, auf uns alle und hat endlich diesen Flip-Out-Screen eingebaut.
dann kann die Kamera auch automatisch stabilisieren. Allerdings verliert man hier einen kleinen Bildausschnitt. Das Bild ist also ja etwas weiter eingezoomt. Dafür aber hat sie integriert diese Stabilisation oder Stabilisierung. Was sagt man eigentlich? Stabilisation? Stabilisierung? Dann mit diesem Vlogger-Kit hat sie auch diesen Windschutz fürs Mikrofon. Mein Mikrofon, das hat glaube ich auch nochmal 200-300 € gekostet für meine Kamera. Und hat hier diese Dead Cat oben, dass ich hier wechseln kann immer. Und das ist auch dabei bei diesem Vlogging-Kit. Das ist, dass der Wind nicht stört und die Soundqualität besser ist. Also auch daran hat Sony bei dieser Vlog-Kamera gedacht. Obendrein so viele Features. Automatisch kommt sie mit der Einstellung, die man auch deaktivieren kann, das Skin Smoothening oder dass die Hauttöne weicher erscheinen im Video. Das kann man aber auch ausschalten, wenn man das nicht möchte. Und zusätzlich, die Priorität der Belichtung liegt immer am Gesicht. Das heißt, nicht bei anderen Kameras, wo dann der Hintergrund zu hell ist, zu finster ist, das Gesicht schattig ist oder sonstiges, macht diese Kamera nicht. Die setzt den Fokus mit der Gesichtserkennung tatsächlich auf das Gesicht und das Gesicht wird optimal belichtet. Auch das hat Sony hier eingeplant. Ein nächster Vorteil meiner Sony Alpha 7 III gegenüber, das super lightweight und die kleine Größe, super small size. Meine Kamera mit Batteriegriff und dem Mikrofon drauf ist ja so ein Teil, super schwer und extrem. Und auch das ist Geschichte mit dieser Vlogging-Kamera. Also das wäre ein großer Vorteil meiner Riesenkamera gegenüber. Dann interessant, hat diese Kamera eingebaute ND-Filter. Auch diese habe ich extra gekauft, kosten auch 100, 200, 300 € für meine Kamera, je nachdem welche Qualität das man auswählt. ND-Filter dient dazu, dass du, hier gehen wir mehr in die Fotografie, Videografie, Materie ein, eine gewisse Blendengröße haben möchtest, dazu eine gewisse Belichtung und dann aber das Bild zu hell sein könnte, weil die Sonne scheint oder sonstiges. Du möchtest aber nicht die Einstellung verändern, weil du genau dieses Bildformat haben möchtest. Dann gibst du einfach Sonnenbrillen, sprich ND-Filter auf die Kamera und dunkelst das Bild ab und kannst mit denselben Einstellungen auch bei hellem Umgebungslicht filmen. Und das hat anscheinend Sony bei dieser ZV-1 Vlogging-Kamera schon mit eingebaut. Allerdings nicht sehr starke ND-Filter. Bei extremen Sonnenschein, bei extremer Helligkeit und du möchtest manuell einstellen, sind diese eventuell zu schwach. Aber wir kommen noch zu den Minuspunkten dieser Sony-Kamera. Dann kann man sogar diese Vlogging-Kamera als Webcam benutzen oder wenn man unterwegs ist beim Vloggen, sie sogar an einen Battery Pack anstecken, damit sie mit Strom versorgt wird, während du filmst. Auch ein cooles Feature. Gut, das ist eine Tonne an Informationen, Features, Optionen und Zeug, das diese Kamera kann, was ja eigentlich unglaublich klingt, aber was sind denn die negativen Punkte dieser Kamera? Nun ja, kein Full-Frame-Sensor. Sensor ist immer sehr wichtig für Bildqualität generell, für Kameras und viele andere Geschichten auch noch und da hat sie natürlich keinen Full-Frame-Sensor, denn die Kamera kommt und hier kommen wir auch schon zum Preis für 799 € in den Handel. Ich glaube, der Vlogging-Kit ist optional nochmal ungefähr 140-150 € mit Mikrofon, Windschutz und dem Griff und so weiter. Und der Preis ist eigentlich sehr günstig, wenn man bedenkt, dass Samsung-Handys, iPhones, andere Handys, auch alleine der Gerätepreis wahrscheinlich kosten um die 600-800 €. Sag mir mal, was die Handys, die Smartphones aktuell kosten. Von daher ist das eigentlich, wenn man mit Vloggen starten möchte, mit YouTube starten möchte, ein guter Einstiegspreis, muss man schon sagen. Aber wie gesagt, kein Full-Frame-Sensor und der Zoom, wenn man den ändert, der ist auch, das ist der nächste Negativpunkt, sehr langsam. Das dauert also etwas, bis man da rein und raus gezoomt hat. Wie bei den Sony-Kameras, ich finde mich mittlerweile schon damit zurecht, hat sie natürlich auch ein Sony-Menü. Das ist ein großer Kritikpunkt bei den Sony-Kameras. Also auch das, mit dem musst du rechnen, dass das Menü nicht wirklich sehr übersichtlich ist. Da sie aber auf Knopfdruck eigentlich für Vlogger ausgelegt ist, wenn man jetzt nur so drauf losschießen möchte, einschalten, Kamera aufnehmen, dann muss man wahrscheinlich auch nicht viel umstellen. Möchtest du das aber, wirst du dich vielleicht eventuell nicht so leicht zurechtfinden in der Menüführung. Das Menü hat auch keinen Touchscreen. Dann, das wird interessant, wenn man länger streamt, sie als Webcam benutzt oder sonst eben länger aufnimmt, nach etwa einer Stunde kann es sein, dass die Kamera überhitzt, dann muss man sie abkühlen lassen und dann spielt sie einfach nicht mehr mit. Ja, der Preis, wie gesagt, 799 € die Kamera selbst. Das Release-Datum bei uns, Österreich, Deutschland, Schweiz, müsste der 12. Juni sein, 2020. Hier sind wir schon beim Fazit. Was halte ich von der Kamera? Kann ich sie empfehlen? Ich würde sagen, wenn du nicht auf dem Smartphone filmst oder wenn du den nächsten Schritt wagen möchtest zu einer Vlogging, YouTube, Content Creator, Kamera eben wagen möchtest,
dann würde ich auf alle Fälle empfehlen, auf diese Kamera umzustellen, wenn du nicht erheblich mehr Geld ausgeben möchtest. Ich mit meiner Sony Alpha 7 III muss viel manuell einstellen und bin aber trotzdem zufrieden, würde nicht zu dieser wechseln, denn ich habe ja diese Kamera, aber du musst selbst für dich entscheiden, ist es dir wert, so wie in meinem Fall 3.500 Euro, 4.000 Euro alleine für die Kamera auszugeben, ist das dir so viel wert, diese ja geringfügig oder ja, mehr oder weniger bessere Qualität rauszuholen, um diesen Preis, um dieses Geld, was du dann mehr ausgeben möchtest oder musst, das ist eben die Frage. Ich würde sagen, Upgrade, nächste Stufe vom Handy weg. Ja, absolut, diese ZV-1 kann ich dann nur empfehlen. Aber von einer schon ziemlichen High-End-Kamera, obwohl man keinen Flip-Out-Screen hat, alles selbst einstellen muss und auch die anderen Nachteile, würde ich eher nicht wechseln auf diese Kamera. Vor allem auch, weil meine Sony Alpha 3 einen Full-Frame-Sensor hat und von daher ja, bleibe ich natürlich bei meiner Kamera. Aber die wirkt wirklich gut und ich finde das gut, dass Sony in diese Richtung geht und vielleicht andere Hersteller auch folgen werden. Dieses ganze Vlogging, YouTube, Instagram, Content Creator Zeug, das wird immer populärer und da legen sich auch die Hersteller darauf aus. Eines habe ich noch vergessen, du kannst natürlich auch mit diesem Stick, wo dann die Kamera drauf montiert ist, nicht nur Record drücken, zoomen und so weiter, sondern auch Fotos schießen, was vielleicht für Thumbnails, die ja für YouTube sehr wichtig sind, auch ganz praktisch sind, wenn du genau in dieser Szenerie bist, von der dein Video handelt. Zack, ein Foto machen und schon hast du auch ein passendes Thumbnail. Und ja, das war es eigentlich. Eine brandneue Kamera, eine YouTube-Vlogging-Kamera für 2020, 2021. Ich bin gespannt, was da so von den anderen Herstellern folgen wird. Mich würde auch interessieren, würde diese Kamera für dich in Frage kommen oder nicht? Oder mit welcher Kamera nimmst du aktuell schon Videos auf und mit welcher Kamera fotografierst du aktuell? Auch da bin ich sehr neugierig. Schreib mir das in die Kommentare. Am Ende dieses Videos und auch allen anderen Videos kommt natürlich wieder die Endklappe. Und nicht diese, sondern eben diese. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen oder je nachdem, wann du dieses Video angesehen hast und auf meinem Kanal, das weißt du vielleicht schon, wird nicht um Abos gebettelt, denn das ist auf YouTube schon überstrapaziert. Ich würde mich aber trotzdem extrem, extrem freuen, wenn du genau diesen Scott Wade Wilson Kanal meinen abonnieren würdest. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns bestimmt, aber bestimmt im nächsten Video. Ciao.